Hallo und herzlich willkommen zum ersten Let's Play OMSI 2. Und ja, wir befinden uns auf der Karte Bremen Nord. Die Karte ist frisch erschienen. Und ja. Wir fahren jetzt die Linie 78 vom Bahnhof Fegesack nach ja, warte, ich kann es gerade nicht lesen. Borchsholt mit dem dazugehörigen MAN Line City GL, der ist 75 Zentimeter länger. Ja, das ist, ich weiß, viel. Ja. Wir haben Abfahrt in 4,5 Minuten. Wir schieben erstmal die Fahrerkarte in unser E-Fahrt ein. Drücken hier auf Dings. Wenn ihr irgendwas ändern wollt, dann geht hier auf, hier. Da, Funktion. Und dann habt ihr halt hier Sachen, Ibis, Türen, Matrix, Innenanzeige. Gehen wir einfach mal auf die Innenanzeige und nehmen jetzt einfach mal den TFT. Und dann haben wir halt diesen Monitor. Den lasse ich natürlich auch drin. Aber ich erinnere mir auf jeden Fall noch was. Und zwar nehmen wir mal ein anderes Ibis. Hier das. Dann Drucker. Nehmen wir natürlich auch den, weil der halt deutlich besser aussieht. 1, 2, 3, 4. Anmelden. Oh. Warum ist das jetzt schwarz? Anmelden. Bitte warten. Ah. Okay. Ja gut. Wusste ich natürlich. Ich könnte mal gucken, ob wir danach unter der Linie fahren. Die Linie geht jetzt nämlich. Ja gut, 25 Minuten. Scheint mehr so eine Expresslinie zu sein. Bussteig 3. Gucken wir erstmal, wo der Bussteig 3 hier ist. Da, wo der schöne Neoplan steht hier. Scheinbar. Dann sagt er mir, wir sollen hier rechts rum. Und dann vorne Abfahrt. Okay. Dann machen wir mal Umlauf. Welchen Umlauf haben wir denn? 35, 24. Okay. Daumen hoch. Bahnhof Fegesack. Stellen wir mal die Zeit hier nochmal vor. Ups. Mal immer mal 14:53 Uhr. 30. Okay. Und dann schmeißen wir mal den Motor an. Sie hört sich nicht schlecht an, muss man mal sagen. Wir hatten scheinbar noch nicht genug Druck.
Wir machen den Tagmodus noch rein und so. Jetzt passt das aber. Brauchen wir für den noch mal ein bisschen Druck auf hier. Müssen wir aber hier wegkommen, oder? Ah, ja. Kommen wir auf. Hoppala. Oh, bin ich aus Versehen reingekommen? Jetzt hat meine Uhr gerade gepiept. Ich hasse ich diesen Spiegel. Bei der Scheiße ist, aber ich habe den jetzt eigentlich an die Türen so mäßig gar nichts geändert. So. Jetzt müssen wir hier noch warten bis 15 Uhr, oder? Wir fahren einfach mal vor. Oder weiter zumindest. Sie hängt jetzt gerade ganz kurz. Oh, okay. Es wollen aber viele mit, muss man sagen, also. Beide Türen hier öffnet. Hey, mach mal die Heizung an. Oh. Moin, moin. 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 Hallo, ich hätte jetzt gerne noch eine Fahrkarte. Ist das möglich? Ja. Ich mache das gerade erstmal mit Tee. Teesteuerung, Tee. So, moin. Hey, mach mal die Heizung an. Halt's Maul. Okay, ich komme nicht klar mit diesem Scheiß-Ticket. Oh. Hallo, ich hätte gern meine Fahrkarte. Ist das möglich? Hallo? Entschuldigen Sie? Ja, ich habe gerade ein Problem mit meiner Tastatur. So. Danke. Da war gerade meine Großschreibtaste eingedrückt. Moin, Moin, hat die gerade gesagt, Moin, Tief? Mahlzeit. Danke. Einmal erwachsen, bitte. Danke. So, 15 Uhr haben wir Abfahrt, ne? Wir fahren auf jeden Fall da nach einer Linie. Das steht schon mal fest, auch wenn wir jetzt schon 8 Minuten aufnehmen, aber trotzdem. Aber 59 haben wir auch nicht mehr für Sekunden. Wie viele Sekunden haben wir noch? 20. Will noch jemand mit? Oh. Oh, die machen sich aber sogar hinten die Tür auf, wenn sie einsteigen wollen. Das finde ich gut. Das muss ich sagen, ist wirklich gut gelungen. Wir machen jetzt aber natürlich. Macht die Tür auch zu? Ah, ja. Das ist zu. Das ist gut. Also das muss man wirklich mal lassen. So. Draußen steht eigentlich dran nach holen, Mann, ey. Nee. Hammerspeck. So. Im Raum haben wir jetzt immer noch kein Licht. Aber irgendwie klingt das komisch, oder? Ich weiß natürlich nicht, wie es echt Baller bei MAN ist, aber
Ich kenne so, kenne ich es an sich nicht eigentlich, aber naja. Kann auch sein, dass das eigentlich so ist. Vor allem das Geilste ist halt, man hat da so eine fette Kamera, ey. So, hier, da. Da. Die sieht auch geil aus. So, jetzt klaut uns natürlich die Ampel hier ordentlich Zeit. Gertrudstraße, Gustav Heinzmann. So, los geht's. Gas geben. Gas, gas, gas. Aber ich mache mein Umgang gerade mal ein bisschen leiser. Damit ihr mich auch ein bisschen besser hören könnt. So, jetzt. Oh. Gerhard-Rohls-Straße. Ja, also Ansagen klingen nicht schlecht. Ich weiß natürlich nicht, also ich vermute, sie sind real. Ich weiß es jetzt natürlich halt aber auch nicht. Ich vermute, also wie gesagt, es ist nur eine Vermutung. Ich war noch nie in Bremen. Na? Umsee. Ah, danke. Tut sich aber auch schwer heute. So. Ich wundere, dieses Hüpfen, das kommt jetzt nicht von mir. Sondern das ist, weil ich hier über dieses Holperpflaster fahre, scheinbar. Aber naja. Ist ja auch egal. So, nach vorne kommt schon die nächste Anstelle. Boah. So. Fahren wir mal hier weiter rechts. So, oh. So, jetzt wird mich mal interessiert. Ja, okay. Jetzt steigen sie hinten ein, weil die vorhin waren die. Wahrscheinlich Tickets. Moin, moin. Moin, bitte. Einmal die Erwachsenenkarte für. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Und zu. Okay, es war auf jeden Fall, glaube ich, ein Fehler, einen Gelenkbus zu nehmen. Aber naja. Innen können wir uns jetzt sowieso nicht mehr. Also, von daher. So. Also, und sie hat aber auch heute diese. Macht sich heute schwer. Und mein Mann. Gustav Heinemann Bürgerhaus. Ah, okay, die erinnern sich scheinbar auch irgendwie immer die Ansagen. So, naja. Als KI fahren natürlich hier die MAN und ich glaube Neoplan sollen das sein. Ja, das ist ein Neoplan. Die aber immer NL-Sounds haben, finde ich persönlich jetzt nicht so Hammer. Also man hätte da wenigstens irgendwie vielleicht den Sound vom N4021, den es ja schon vor sie gibt, halt, nehmen können. Weil, naja, das klingt jetzt irgendwie ist nicht so geil, wenn du da so einen Neoplan hast, der eigentlich diesen Standard-NL-Sound hat. Naja. Aber es werden auf jeden Fall neue KI-Autos mitgeliefert, die man gerade, da eins man gerade gesehen. Ja. So, ja. Sie sind auf jeden Fall nicht schlecht, sagen wir es mal so. Ich glaube, teilweise wurden entweder welche von Hafen City oder von Hamburg. Ich weiß es aber gerade gar nicht. Oder ob die nur eigen Dingen benutzt haben. Alter, jetzt haben wir hier eine Buskolonne oder was? Ah, ich fahre wie ein Irrer, ja. Könnte hier auch steigen.
mal, wo nimmt sie hier noch welche mit? Hier haben wir. Hier vorne. Hier. Ist irgendwie nicht so geil, aber naja. So. Fährst du jetzt nochmal da vorne? Wäre nett, weil du verursachst nämlich hier so einen schönen Stau. Oh, wo mache ich die Tür auf? Fahren wir halt jetzt zurück. Damit wir an dem vorbeikommen hier. Der hätte ja auch weiter vorziehen können oder keine Ahnung was. Nein, warum auch? Moin moin. Moin moin. 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 Bitte. Einmal für Erwachsene, bitte. Freistufe 1, danke. Bitte. Ich guck mal ganz kurz. Tagesticket. Ne, also ich komme mit diesen Tagestickets gar nicht klar. Oh, naja, ich muss ja nicht klarkommen. Ich kann ja Gott sei Dank hier mit T-Steuerung T. Oh. Da kam noch ein Auto. So. Aber die Linien scheinen nicht komplett dargestellt zu sein. Weil sonst hätten die nämlich nicht dieses Ziel, sonst hätten die nämlich keine Ahnung was für ein Ziel. Ja, aber die Ansagen scheinbar irgendwie wechseln die sich hier oder so. Weil gerade eben hatten wir jetzt die Frau, davor hatten wir einen Mann, jetzt haben wir wieder einen Mann. Hm. So. Ich meine, schön ist es ja, ne? Dass das halt so verbaut wird. So. Ja, VDV halt hier. Display. Oder MRN-Logo halt auch. Also, ja. Auf jeden Fall gute Arbeit, muss man mal sagen. Geradeaus, okay. Schepper-Sounds sind auch gut. Auch nicht zu laut. Das habe ich. Ich sehe gerade. Habe ich meine Desktop-Audio gemutet. Mann. Ich hoffe nicht, dass ich das jetzt allzu lange getan habe. Ansonsten tut mir das leid. Das würde mir leid tun, aber naja. Gut, egal. Wie gesagt, solange es jetzt nicht so extrem lange ist. Geht das immer noch? Schmeißen wir mal die Türen auf hier. Wie viel Grad haben wir denn im Bus? Kann ich wieder nicht erkennen. Oder ihr willst mir vielmehr nicht zeigen lassen. Sagen wir es mal so. Gehen wir mal in Gas hier. Übergang zur Regio S-Bahn. Ah, das. Das. Ich meine. Es ist zwar schön, dass sie sich abwechseln, aber das klingt jetzt irgendwie nicht so toll. Also, dann hätte man lieber nur komplett die Frauenstimme oder die komplette Männerstimme nehmen sollen. Also bei so einer. Das dann halt irgendwie so. Oh, es liegt aber gerade an meinen FPS, sorry. Aber das dann halt wirklich das so. Nee, das hört sich so an. Dass die dann eine den Bahnhof an. Die Haltestelle wirklich ansagt und der andere dann halt.
Übergang zu S-Bahn, nee, das ist so. Nee, so. Meiner Meinung nach persönlich hört sich das jetzt nicht so toll an, weil, naja. Irgendwie nicht so, ne. Also finde ich es halt so. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber naja, ne. Ich finde es jetzt nicht so toll. Jetzt will mein Bus gerade hüpfen, warum auch immer. Oh, wir können mal. Ah, ne, ne, hier ist doof. Das ist popliche Ampelstelle, einfach nur. Später nochmal ein Bild machen. So eventuell. Ist ein Genioplan, naja. Ich will jetzt nicht sagen, misslungen, aber nein, nee. Toll sieht er nicht aus. Wollt ihr gar nicht mit? Oder warte mal. Ich fahre nochmal ein Stückchen vor. Nee, okay, sie wollen nicht. Ja, ich, wie gesagt, ich muss mal nochmal perfekte Aufnahmeeinstellungen finden. Also, naja, nee. Ist irgendwie jetzt nicht so. Aber naja. Das kriege ich noch irgendwie schon. Upsala. Kriege ich schon irgendwie hin. Oh am Gaswerk. Ich frage mich halt immer, ob die Schranke halt irgendwo mal runtergeht. Das würde mich jetzt halt auch mal interessieren, aber das sieht nicht so aus, weil das ist eigentlich. Naja, ach egal. So, komm. Die Steigung von mir ist auf jeden Fall deutlich besser als Metropole, also Katastrophe Ruhe oder so, oder Backdoor Pausen oder wie auch immer man es nennen will, sieht auf jeden Fall besser aus. Also naja, also weil wer Metropole Ruhr kennt, weiß, wovon ich rede. Ja, weil, naja. War jetzt irgendwie so ein bisschen der Reinfall. Meiner Meinung nach. Hallo. Hallo. Moin, moin. Moin. Mahlzeit. Mahlzeit. Wo müssen wir denn hier anhalten? Achso, da vorne. Okay. Das frage ich mich gerade mal. Warte mal. Ist das die neuere? Ja, okay, das ist die neuere Version. Das ist mir zu viel. Das wollte ich nämlich nochmal gucken. Ich wusste jetzt nämlich nicht mehr genau, ob es die neuere Plan City Version ist. Aber ich, warte mal, ich muss mal ganz kurz nach hinten gehen. Ich finde diese Inschwenktüren von MAN total geil. Die sehen einfach so geil aus, weil die so richtig geil gebogen sind. Ja. So. Also, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Muss man mal sagen. So, jetzt sind wir gleich am Ende schon. Boris Holt.
So. Tja, ich war gerade ein bisschen ruhiger, damit ihr mal ein bisschen auf dem Sound hören könnt. Ja. So. Sind wir am Ende? So wie es aussieht. Oh, jetzt ziehen wir nochmal ein Stück vor, weil hinten. Na, wobei passt. So. Da kriegen wir auch die Farben, das wird dann überall, okay. So, als welche Linie? Jetzt würden wir als. Moin, moin. 70 wieder zurückfahren. Machen wir das dann nochmal. So. So. So, Tür zu. Los geht's. Zurück dann mal noch Fliegesack. Jetzt können wir mal ein bisschen heizen eventuell. Wäre natürlich auch mal was Schönes. Ziegeleiweg. Ziegeleiweg. Gehen wir mal Gas hier. Oh, schön. Also ziehen tut er gut. Das muss man mal sagen. So, blinken wir mal. Jetzt zur Haltestelle. Mahlzeit. Mahlzeit. Moin, moin. 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 Warte. Oh, eine Kurzstrecke, bitte. Herbertstraße. Herbertstraße. Also gute Bremsen hat er auch, also das ist, muss ich mal sagen. Hallo, guten Tag. Ey, mach mal die Heizung an. Moin, moin. Alter, die Heizung ist halt. Mahlzeit. Moin. Moin. Einmal erwachsen, Preisstufe 1 bitte. Danke. Ja, das ist mir egal, dass GeForce Gaming weiter verfügbar ist. Oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, was verstand. Oh, das soll mir jetzt auch opala, egal sein. Nach der Folge, nach der Fahrt, war's das mal erstmal mit der Folge hier. Vorlönhorster Weg. Vorlönhorster Weg. Ja, aber wie gesagt, ziehen tut er gut. Also ich gebe gerade Kickdown. Also muss man ihm mal geben. Also so. Bremsen hat er. Gute Bremsen hat er auch natürlich. Also Bus ist auf jeden Fall gelungen, muss ich mal sagen. Die war rot. Die wurde gerade grün. Glaube ich zumindest. Das sah zumindest so aus. Das war natürlich alles so geplant. Also wenn es jetzt natürlich so war, dann war das natürlich alles so geplant.
Und ja. Mahlzeit. Hey, mach einmal die Heizung an. Danke. Bitte. Mahlzeit. Eine Kurzstrecke. Bitte. Das ist aber ja nicht alles. Danke. Bitte. Moin, moin. Moin. Danke. Ja, reden muss man nicht, was man haben will, ne? Ich weiß, wird überbewertet. Okay, Gelenkbus auf dieser Linie, schlechte Idee. Ja, was machst du jetzt denn, ne? Ja, ich habe die Kollision sowieso deaktiviert, also naja, ne. War jetzt ein bisschen suboptimal geplant von mir, aber naja. Jetzt rastet doch auf mein Lenkrad wieder ein, ey. Das ist immer so nervig. Wenn ich auf den Bordstein komme, das ist irgendwie, naja. Ich sag mal nicht so toll. Ich lasse jetzt einfach. Alter, diese Maus. Ey, da kommst du einmal dagegen, dann fliegt die erstmal über den kompletten. Ich hätte auch an den Leuten vorbeifahren können. Mahlzeit. Moin. 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 Mahlzeit. 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 Einmal erwachsen, bitte. Danke. Bitte. Moin. 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 Ey, mach mal die Heizung an. Heizung ist an. Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke. Bitte. Oder können wir hier noch irgendwas. Ups, sorry. Das kann ich höchstens so anmachen. Dann heizt der Bus jetzt natürlich auf. Ne? Oh, plus 2 Zehn. Boah, ich nehme schon 33 Minuten auf, sehe ich gerade. Ui, 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 ui. Mach Handelweg. Das Video wird natürlich am Release Day, also den 30. Erscheinen. Ich hoffe, es erscheint um 17 Uhr. Ich weiß es aber halt noch nicht. Weil bei mir zum Aufnahmezeitpunkt ist es gerade schon 15.28 Uhr, aber ich denke mal, das sollte noch passen. Moin. Moin. Moin, moin. Eine Kurzstrecke. Kriegst du. Bitte. Mahlzeit. So, los geht's. Oh, okay, war das hier. Gaswerk. Also ich muss sagen, um sie hängt sich auf, ich muss sagen, ich finde, das ist dann auf jeden Fall empfehlenswert. Also das sollte man sich holen. Ja. Also Performance ist gut. Gut, bei mir mit Aufnahmen muss ich ein bisschen gucken. Wegen Einstellungssache, aber wie man sieht, es läuft jetzt einigermaßen flüssig mit Aufnahme. Ich kann jetzt aber leider nicht genau sagen, wie viel FPS ich habe. Wow. Dann sah ich es einmal, es läuft flüssig mit Aufnahme und dann, was macht der Bus? Doing, doing, doing. Denke ich mir auch so. So, weil Licht brauchen wir noch nicht. Wird überbewertet.
Türe zu. So, Abfahrt. Ui. Ich finde es aber auch geil mit diesem Außerbetrieb, wenn die Tür zu ist. Also das muss man sagen, ist nicht schlecht. Auf jeden Fall. Da kommen sie gelatschen. Die gerade bei mir ausgestiegen sind. So. Eine 79. Übergang zur Regio S-Bahn. Ach, da sind wir wieder. Umsi. Danke. Umsi. Ganz ruhig, Umsi. So. Ich gehe jetzt einfach mal in die Außenansicht kurz. Lass mich mal ganz kurz den Zaun von außen anhören. Aber gerade ganz kurz was zu Wort nennen. Ist sie da gerade gelb geworden? Ja. Ist sie. Ist hier irgendwo was? Nö. Ah. Hier ist sie rot. Und der sitzt nicht. Ist das entweder ein Bug oder? Boah. Ey, ist das hier auch? Ja. Die eine Richtung können sie fahren, die andere nicht. Okay. Oh. Die Straßenlaterne sind um sie an. Heißt, für uns Innenraumbeleuchtung an. Da mache ich dann meistens immer erst die Innenbeleuchtung an, wenn die Straßenlaternen an sind. Das reicht dann meistens auch immer. So. Oh ja, hier wollen auch viele mit. Ja, die Frage ist, ob ich da jetzt wirklich... Ich meine... Wegen... wie eng die Linie ist, hätte sich... Bitte. Mahlzeit. Mahlzeit. Oh, hoppala. Da muss ich gerade ganz kurz meine Kopfhörer wieder richten. So, um sie. Ganz kurz was gucken. Ganz kurz um die Pause. Ah ja, okay. Gut. Mehr wollte ich auch nicht gucken. Aumunder Heide.
plus 240. Hä? Achso, doch, ja, stimmt. Boah, ordentlich gefüllt, also, ne? Boah. Sie in meinen Namen, sie plus 23. Okay, gut, ja, ich werde aber mal ein bisschen Gas hier. Gas. Ja, was gibt's großartig noch zu erzählen? Also, kannst du gerne nochmal wiederholen, also das Don ist auf jeden Fall, hat seinen Preis verdient, die 24,95, ich glaube, ich war das 24,95 oder 24,99, habe jetzt genau nicht auf den Preis geguckt, also irgendwas mit 24 weiß ich, 24,90 oder sowas, also ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, so um die 25 Euro ist auf jeden Fall gerechtfertigt für dieses Add-on. Und ja, ihr könnt gerne euer Feedback zu der Map auch in die Kommentare schreiben, wie ihr die Map findet. Und ja, ist natürlich noch nicht am Ende. Warum auch? Ich meine, ist ja nicht so, dass wir schon 43 Minuten aufnehmen. Quatsch. Ich weiß gar nicht, wie ich auf diese Idee komme. Naja, egal. Mahlzeit. Aber wir sind auch schon fast am Ende. Kommt schon Gustav. Heinzmann. Gerhard. Hallo, ich hätte jetzt gerne meine Fahrkarte. Oh, Entschuldigung. Ja, wenn Sie nichts sagen, dann kann ich dafür auch nichts. Danke. Bitte. Carsten. Klang so ein bisschen wie Carsten. Hallo, guten Tag. Ja, das war Carsten. Das ist aber ja nicht abge. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Vielen Dank. So. Falsch. So. Bürgerhaus. Gustav Heinemann, Bürgerhaus. Nicht Bürger, also. Oh ne, Bürger. Bürgerhaus. Nein. Bürger. Oh Gott. Ich weiß, der war schlecht. Danke. Ist mir aber auch egal. So. Fahren wir mal rum ums Eck. Rum ums Eck hier. So. Halten wir hier, ja. Bis nach hinten durch. Und noch viel, viel weiter. So. Ah, hier wollen wir hier rein. Entschuldigung, aber wir haben hier über 30 Grad im Bus. Vielleicht schalten Sie die Klimaanlage mal an. Oh, Entschuldigung. So. So. Mal einfach mal zwei Fenster auf hier. Bitte. Da habe ich wohl vergessen, die Heizung auszumachen. Hoppala! Woran das wohl lag? Naja.
Königsstraße. Ja, dann kommen wahrscheinlich vom Bahnhof Fegesack. Oh Gott, nein. Nein. Nicht zweideutig, also mit Sack und so. Sondern wahrscheinlich die Frauenschirme, denke ich jetzt mal. Gehen wir mal. Ein bisschen Gas. Wollte ich. Eigentlich. Aber da ist eine rote Ampel. Schienen Autos vor. Und wir müssen rechts abbiegen. Ich komm wieder nicht vorbei, oder was? Alter, die Hupe. Irgendwoher kommt mir bekannt vor. Ich weiß aber nicht mehr von wo. Aus irgendeinem Bus kommt mir die bekannt vor. Oder kann auch sein, es ist auch ein anderes Spiel, das ich weiß es gerade gar nicht. Aber wie kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, die Hupe? So. Oh. So, gehen wir mal Gas hier. Gas. Heizen! Wir dürfen geradeaus. Oh, und sie hat Probleme mit Texturen. Weil um sie macht Busse schwarz. Naja, gut. Ja, ihr seid doch gleich am Ende. War vielleicht 4 Minuten zu spät, aber egal. So, jetzt kommen wir zur Endhaltestelle. Und ach, ich wollte gerade sagen, sie bitte jetzt nicht auf den letzten Meter abkracken. Wie gesagt, Übergang zur Regio S-Bahn. Okay, scheinbar macht es doch noch der Mann. Naja, egal. Irgendwie finde ich die Ansagen vom Mann irgendwie besser, keine Ahnung. Die klingen halt irgendwie besser als von der Frau. Die Frage ist, ob es halt in der Realität wirklich so ist, dass man... Das ist halt hier wie beim Bahnhof Armut oder so. Ob das halt wirklich auch so ist, dass der ist da halt... Die Frau halt den Hals und der Mann halt die Umsteigemöglichkeit, also wo man da umsteigen kann halt. Wie gesagt, das würde mich halt nochmal interessieren, aber das ist eigentlich das Einzige. So, was haben wir da vorne denn stehen? Die 71. Wo fährst du denn hin? Da hast du Bahnhof Fegesack geschildert. So viel Bahnhof von dir Fegesack. Nee. Neue Kirchen. Ah ja. Okay, die fahren scheinbar irgendwie alle hier ab. Okay. So, hier ist du. Heißt, wir können los. Ziehen wir nochmal vor hier.
So, haben wir mal ein Bild gemacht. Ich wurde in die 146 verbaut, alles klar. Ah, okay. Na gut. Wir machen mal die Tür auf, ja? Wie viel Verbrennung wir denn kriegen? Mhm. Oder auch nicht. Na egal. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Und ich sage bis dahin und tschüss.